als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Epheser 5, Vers 8b und 9. Guten Morgen. Ich sehe viele Urlauber, viele Gäste und ich freue mich, dass Sie und dass ihr alle da seid. Wir haben heute einen Gastprediger. Der Ronny wird uns heute die Predigt halten. Also das liegt daran, dass die Grauschwitzer, ihr seid immer noch die Grauschwitzer, das bleibt halt dabei, dass ihr eine Familienfreizeit hier habt. Super, dass ihr immer noch wieder zurückkehrt zu uns hier. Ja, auch Jesus ist mitten unter uns und wir wollen unsere Herzen und unsere Ohren ganz weit aufmachen, damit wir das Wort hören, die Lieder kräftig mitsingen und die Predigt verstehen, damit wir nächste Woche gekräftigt loslegen können, wieder in unseren Alltag und das Licht leuchten lassen können, unser Licht, das wir von Jesus kriegen. Und die Leute an uns erkennen, dass wir was haben, was sie nicht haben, wenn sie Jesus denn noch nicht kennen und neugierig werden und ihn auch aufnehmen können eines Tages, denn das ist das Wichtigste im Moment ever. Genau, so lasst uns salzig sein und nicht fade. Wir wollen diesen Gottesdienst nun feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese uns aus dem Psalm 48 eine Auswahl. Groß ist der Herr und hoch berühmt in der Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berge. Schön ragt empor der Berg Zion, dass sich das ganze Land tröstet. Wie wir es gehört haben, so sehen wir es an der Stadt des Herrn, Zebaot, an der Stadt unseres Gottes. Gott erhält sie ewiglich. Herr, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Weltende. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. Dessen freue sich der Berg Zion, und die Töchter Juda seien fröhlich, weil du Recht richtest. Zielt um Zion herum und umschreitet es, zählt seine Türme.
Habt gut Acht auf seine Mauern, durchwandelt seine Paläste, dass ihr die Nachkommen davon erzählt. Wahrlich, das ist Gott, unser Gott, für immer und ewig. Er ist's, der uns führet. Zum Gebet lasst uns aufstehen. Herr, unser Gott und Vater, wir kommen heute erneut zu dir, um deinen Namen zu loben. Wir kommen mit allen Gedanken, Sorgen, Fragen und auch Nöten der vergangenen Woche. Volle kindliches Vertrauen legen wir unsere Fragen im Blick auf die Zukunft in deine guten Hände. Denn wir wissen, du weißt, was richtig ist und was für uns gut ist. Und wir danken dir, dass wir unser Herz bei dir ausschütten können. Du hast Worte des ewigen Lebens. Hilf uns, sie zu hören und danach zu tun. Danke, deine Gegenwart in unserer Mitte. Dich beten wir an durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn. Amen.
Ich lese uns aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Salz und Licht. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist nichts zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschütte und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst eure Lichter leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube, das Lied, welches wir soeben gesungen haben, Herr, dein Wort, die edle Gabe, ist in der Tat das größte Geschenk, was uns Gott geschenkt hat. Und dieses Geschenk, diesen Schatz, haben wir oder können wir in unseren Händen halten, wir können es lesen, wir können es studieren. Und die, die mich kennen, wissen, dass das Wort Gottes tief verwurzelt ist in mir und wir auch in unseren Freizeiten hier, die wir hatten mit der Jugend oder in der Familienfreizeit, dass wir schon oft über den Psalm 119 gesprochen haben, welcher mir persönlich sehr groß geworden ist. Und heute Morgen in der Morgenandacht, die ich gelesen habe mit meiner Frau, und ich möchte dort mal zwei Sätze vorlesen, die fassen eigentlich den Gedanken, den ich die ganze Woche in mir hatte, zusammen. Was nicht nur für mich gilt, sondern für uns alle. Im Allgemeinen sammeln die Menschen Schätze, um sich ein sicheres Polster anzulegen,
um ihr Herz daran zu hängen, um ihren Reichtum zu zeigen. Doch die Jünger des Herrn sollten nicht nach Besitz, nach Sicherheit und Ansehen auf der Erde streben. Warum? Weil all diese Schätze zerstört werden oder verloren gehen können. Diese Schätze haben eine starke Anziehungskraft auf unser Herz. Darum werden uns irdische Schätze an die Erde binden, aber himmlische Schätze innerlich auf den Himmel ausrichten. Und ich habe dann mal nachgefragt, was ist denn wirklich die Mitte der Heiligen Schrift? Und ich möchte mal ein Bild vor unser Auge stellen, dass wir eine Perlenkette haben mit jedem einzelnen Kapitel der Bibel. Und da haben wir eine Perlenkette mit 1189 Perlen. Und der Verschluss, also das Anfang und der Ende, ist das erste Buch Mose und die Offenbarung. Das ist dieser Kreis. Wir haben gesungen, der Kreis schließt sich nicht, aber ich denke schon, wenn wir die Bibel vollumfänglich lesen und erkennen, dann dürfen wir auch da Anfang und Ende zusammen sehen und den Ratschluss Gottes auch erkennen. Und der Psalm 119, vermeintlich die Mitte, was es aber nicht ist, es ist der Psalm 118. Geschlossen von dem kürzesten Psalm, mit dem Psalm 117, mit 2 Versen. Und angeschlossen der Psalm 119 mit 176 Versen, der längste Psalm in der Bibel. Aber nun zu dem Psalm 118. Was lesen wir dort? In den ersten 4 Versen lesen wir: Dankt Jahwe, denn er ist gut. Ja, seine Güte währt ewiglich. Israel soll sagen: Ja, seine Güte währt ewiglich. Das Haus Aaron soll sagen: Ja, seine Güte währt ewiglich. Die, die Jahwe fürchten, sollen sagen: Ja, seine Güte währt ewiglich. So beginnt dieser Psalm. Es geht nicht um mich. Es geht vielleicht auch nicht um dich. Es geht um Gott. Denn er ist gut und seine Güte währt ewiglich. Wir haben in unserer Freizeit jedes Essen beschlossen mit dem Lied Danke dem Herrn. Denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Zufall? Nein. Denn Gottes Geist führt den Gläubigen. Gottes Geist führt oder möchte jeden Menschen führen. Und wir sehen in diesem Psalm nicht nur Gott, sondern wir finden Christus, unseren Herrn. Wir finden hier Christus, den Herrn. Denn es ist ein prophetischer Psalm, der auf den Messias Israels hinweist. Christus spricht hier durch den Schreiber David und er sagt prophetisch durch den Schreiber des Briefes: Es ist besser, zu Jahwe Zuflucht zu nehmen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, zu Jahwe Zuflucht zu nehmen, als sich auf Fürsten zu verlassen. Und wir wissen, dass Jesus Christus, als er auf der Erde lebte, zwar mehrere tausend Menschen gespeist hatte und ihnen leibliche Speise gegeben hat und Wunderzeichen tat, aber er am Ende von seinem Volk verstoßen worden war. Und auch hier in diesem Psalm lesen wir: Hart hat man mich gestoßen, dass ich fallen sollte. Aber meine Stärke und mein Gesang ist Ja, und er ist mir zur Rettung geworden. Und wir sehen in diesem Psalm den Herrn, wie er sich auf Gott, auf seinen Vater verlässt. Denn er weiß, die Rechte Jahwes tut Gewaltiges. Die Rechte Jahwes ist erhoben. Die Rechte Jahwes tut Gewaltiges. Er weiß, dass sein Vater in den Himmeln alle Macht hat. Er ist der Allmächtige. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Und durch sein Wort möchte er zu uns Menschen reden. Er möchte die von vielleicht von Christus, von Gott noch nichts gehört haben, möchte er durch die Bibel reden. Sie ist heutzutage, und Gott sei Dank, in fast allen Ländern verfügbar und kann gelesen werden. Und wir leben hier in Deutschland in einem Land, wo wir viele, viele Übersetzungen haben, wo wir Gottes Willen erkennen können. Jesus Christus, als er auf der Erde war, wollte Gott seinen Vater verherrlichen. Er wollte ihn
den Allmächtigen, dem Volk Israel wieder nahe bringen. Sie waren abgeirrt, haben Götzendienst getrieben, haben andere Tempelstätten aufgebaut, haben Gott verworfen. Und so wurde auch Christus, der Herr, verworfen. Denn wir lesen hier in diesem Psalm, der Stein, den die Bauenden verwarfen, er wurde zum Hauptstein der Ecke, zum Eckstein. Und weiter heißt es in diesem Psalm, das ist der Tag, den Jahwe gemacht hat. Lasst uns fröhlich sein und uns freuen in ihm. In Christus ist Freude, in Christus ist die Fülle, denn er hat alles erschaffen. Durch Gottes Wort, durch Jesus Christus selbst ist die Erde geworden. Wir haben in den letzten 5 Versen in diesem Psalm, in dieser mittelsten Perle, einen Lobgesang, möchte ich sagen. Gelobt sei der, der kommt im Namen Jahwes. Und auch dieser Lobgesang, der kommt im Namen Gottes, im Namen Jahwes, finden wir im Neuen Testament. Diese Güte und Gnade, die ewiglich ist, ist ohne Anfang und ohne Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Natürlich sind wir auf dieser Erde mit unseren Verpflichtungen, mit unseren Sorgen und Nöten, Zwischenfälle, die unvorhergesehen sind. Aber in allen Dingen dürfen wir, die wir glauben, Christus in allen Dingen anrufen. Wir dürfen ihm unser Vertrauen schenken. Und Jesus Christus ist in der Bibel zu finden, in der Mitte der Perlenkette, in seiner Größe, wie er sich damals vor Tausenden von Jahren schon offenbart hat. Und im Neuen Testament erkennen wir auch den Willen Gottes. Und zwar lesen wir da im 1. Timotheus 2, Vers 4. Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und dazu gehört der Glaube. Der Glaube an den auferstandenen Herrn, der die Sünde getragen hat am Kreuz auf Golgatha. Wenn du heute dieses Wort das erste Mal hörst und nicht die Möglichkeit hast oder keine Bibel hast, in der du nachschlagen kannst, ich denke, dass hier in Bülow noch Bibeln ausliegen. Ansonsten vertrauensvoll an mich wenden, ich schicke eine zu, mache ich gern, dass wir alle den Ratschluss Gottes auch erfassen können. Denn wir haben es in der Hand. Und er möchte, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Nichts anderes ist Wahrheit. Und all das, was wir in diesem Buch, in der Heiligen Schrift finden, ist alles Wahrheit. Keine Lüge ist darin. Weil es ist das lebendige Wort Gottes, Jesus Christus selbst. Und da hilft keine Religiosität, keine Esoterik, nichts Fernöstliches, keine Selbstgerechtigkeit, kein Selbstwert. Alles das ist nichts ohne Jesus Christus. Allein der Glaube an Jesus Christus in den Himmeln, von wo er wiederkommen wird. Worum drehen sich unsere Gedanken? Ich weiß, einige fahren heute nach Hause, leider. Und wie es weitergeht mit der Arbeit, in Krankheit, familiäre Situationen. Alles das können wir unserem Herrn und Heiland anvertrauen. Wir haben eine Zuflucht, eine Person in den Himmeln, die genau das weiß, was wir auf unserem Herzen tragen. Und wir haben die Möglichkeit, durch Jesus Christus den Frieden Gottes in unseren Herzen zu tragen. Einige von uns kennen mit Sicherheit den Apostel Paulus. Wenn wir den Apostel Paulus nicht hätten, wenn Jesus Christus ihn nicht ausgesandt hätte, in die Welt den Herrn zu verkündigen, ihn zu predigen als den Auferstandenen, als den, der die Sündenschuld hinweggenommen hat, dann würde ein sehr großes Loch im Neuen Testament sein. Ich glaube, es
sogar über die Hälfte, denke ich. Und er schreibt an die Gläubigen in den Gemeinden, die er zum Teil auch gegründet hat: Es sind Errettete, es sind Gläubige, es sind Heilige. Und das ist ein Glaubensgut, das wir vielleicht noch nicht richtig erfasst haben, was in uns vielleicht, ja, Jesus Christus hat gelebt und Kreuz und alles das, ja, aber was hat das mit mir zu tun, beziehungsweise bin ich noch auf dem Weg? Oder in dem Moment, wo du Jesus Christus im Glauben erblickst, nicht, vorsichtig gesagt, nicht den, der Wunder tat, sondern den, der am Kreuz auf Golgatha die Sündenschuld getragen hat, aller Menschen. Wenn du an diesen Christus glaubst, bist du errettet, bist du ein Heiliger vor Gott. Und dies nicht aus Werken, sondern allein aus Gnade, bekannt gemacht, offenbart, enthüllt. Und besonders in den Gedanken des Apostel Paulus, in dem er sich dermaßen offenbart hat. Und wenn man sich vor Augen hält, Paulus war der Mensch, der Jesus Christus als Letzten gesehen hat. Und das ist die frohe Botschaft. Wir können, müssen nichts tun. Es ist alles fertig. Und das darf eine Ermutigung sein für jeden, der es hört. Und wir dürfen in dieser, ich sage jetzt mal, wir, die wir schon glauben, es ist jeden Tag eine neue Ermutigung. Und wir dürfen in der Erkenntnis wachsen und wir selber dürfen im Glauben wachsen. Und dann, was ist die Frucht? Nicht unbedingt die Werke, die wir tun oder tun müssen. Nein, wir müssen gar nichts. Denn Christus hat uns alles erworben. Das Einzige, was wir tun möchten, ist Gott loben, ihm danken. Und wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben, und zwar ist ein Vers, und wenn man in der Bibel so ein bisschen sich auskennt oder Dinge manchmal so geschenkt bekommt in der Sichtweise und in dem im Neuen Testament oder allgemein in der Bibel, der längste Satz finden wir im Epheserbrief, und ich möchte uns kurz vorlesen aus Epheser 1 die Worte des Apostel Paulus an die Epheser: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Ein Satz, 260 Wörter. Und es sind, ich habe das mal versucht auseinander zu basteln und untereinander zu schreiben, was Gott für uns oder was Gott getan hat in Christus für uns, für sich. Ich bin im Moment bei 110 Dinge, die Christus erworben hat. Aber was sehen wir hier? Wir sehen hier den Lob und den Preis für den es bestimmt ist. Und das ist Gott. Das ist der seinen Ratschluss in der Bibel jedem Menschen nahelegt, ihn erreichen möchte. Manch einen hat er schon erreicht, aber er möchte, dass alle Menschen errettet werden. Er möchte, dass alle Menschen seinen Sohn Jesus Christus erkennen und mit ihm selbst Frieden haben, um zu loben, zu danken und ihm die Ehre zu geben. Und das ist es, was der Apostel Paulus in seinen Briefen sich auf die Fahne geschrieben hat: Durch Jesus Christus, seinen Sohn, Frieden mit Gott. Und wenn wir dies im Glauben erfasst haben, wissen wir, wem wir es zu verdanken haben. Und wir möchten Gott loben, wir möchten ihn preisen und ihm die Ehre geben. Und wir singen jetzt das nächste Lied, Du bist würdig.
Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dieses Geschenk machst, dass du zu uns sprichst, dass du zu uns redest. Herr, du hättest allen Grund und allen Anlass aufzuhören mit dem Reden, weil wir als deine Geschöpfe es schon immer gehört haben von Anfang an und dich auch in der Natur erkennen können. Wir danken dir dennoch und ganz besonders für dein Wort, dass du uns mit dieser Tiefe, von der wir eben gehört, über die wir eben nachgedacht haben, in dieser Tiefe uns begegnest. Wir bitten dich, hilfst du, dass wir es neu wertschätzen, dass wir es neu kennenlernen und dass wir uns darin vertiefen, was du uns für die Ewigkeit zu sagen hast. Mehr als alle Wörter, die in dieser Welt geredet werden können von noch so mächtigen oder eloquenten, redegewandten Leuten. Herr, hilf du, dass wir auf dich hören und dass wir hören, wie Jünger hören und dass wir dann auch danach tun. Wir danken dir, dass du uns immer wieder neu begegnest und das auch in dieser Stunde getan hast und noch weiter tun wirst. Danke, dass du bei uns sein wirst in der vor uns liegenden Zeit. Und du siehst uns auch, wie wir buchstabieren an den Wirren dieser Zeit und dieser Welt. Und wie wir manchmal nicht mehr richtig wissen, wie wir das noch alles fassen können, was da passiert. Wir bitten dich, hilf du, dass wir immer wieder neu zu dir zurückfinden, so wie es der Psalm 118 uns gesagt hat und sagt. Du bist der, auf den es ankommt und nicht irgendwelche Mächtigen oder Leute, die vielleicht auch uns was einreden wollen. Wir bitten dich, erbarme du dich über unsere Welt und schenk du, dass du wieder ins Zentrum auch der Entscheidungen der wichtigen Leute in dieser Welt, der Politiker und Wirtschaftslenker und auch unserer Kirchen hineinkommst. Wir danken dir, dass wir auch damit immer wieder neu zu dir kommen können. Und dann wollen wir dich für die bitten, die um deines Namens willen verfolgt werden in dieser Welt, besonders in der islamischen Welt, aber überall, die verfolgt werden, weil sie an dich glauben, weil sie sich zu dir bekennen, gib du es, dass sie festhalten können an dir und hilf du ihnen, dass sie ein Segen sein können für die, die sie verfolgen und hilf du uns, dass wir so fest werden im Glauben, dass uns auch Verfolgung nichts anhaben kann. Wir danken dir, dass du mit uns gehst in die neue Woche. Danke, dass du bei uns sein wirst und dass wir dir vertrauen können, dass du es gut machst und gut meinst. Dich loben und preisen wir und dich beten wir gemeinsam an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehet hin in dem Frieden unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.